Thorsten Frings selbst behauptet, es gibt kein Ultimatum für ihn. Aber wir wissen natürlich auch, Noah Bascher, der Geschäftsführer des CSV 1860, hat sich am Montag mit Peter Neururer getroffen. Und das lässt natürlich Raum für Spekulationen. Nachdem Kai Bülow mit einer Gehirnerschütterung ausfällt, muss Thorsten Frühling zwangsläufig die Abwehr umbauen. Erster Anwärter auf die Bülow-Rolle ist Rodney, der Ex-Leipziger. Laut Frühling könnte es aber noch die ein oder andere Überraschung geben. Sicher ist, Rubin Okoti wird nach seiner Gehirnerschütterung wieder von Beginn an stürmen. Zudem im Kader dabei Neudecker und Taferzuffer. Was ist mit Michael Liendl? Geht's nach den Aussagen von Trainer Thorsten Frühling, hat er das Spielsystem der Blauen noch nicht wirklich verinnerlicht. Allerdings, am Freitag trug Liendl das Trikot der AF, ein Fingerzeig für Leipzig,